Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 49 von Towns, die zweite Staffel. Starten wir unser Spiel und da sind wir wieder drinne. Gut, okay. Hier ist ein Eingang. Der Michael hat das ja geschrieben, wo die runtergehen. Und der zweite ist unten bei den hier Grabstätten. Und ja, wir müssen zusehen, dass wir hier dieses hier abschließen. Lock Wooden Door. Dann können die ja nicht mehr durch. Und hier und dort müssen wir zusehen, dass da Steine hinkommen, dass sie ja nicht mehr durchgehen können. Haben wir natürlich auch schon gemacht. Ich glaube, hier ist es genauso gemacht. Klappt aber irgendwie nicht so ganz. Ja, gut, okay. Das werden wir aber auch noch in den Griff kriegen, gehe ich von aus. Oh, da kommt schon ein Stein. Vielleicht ist das ja gar einer von denen, die wir hier brauchen. Das wäre natürlich ideal. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und das ist der untere wohl. Okay, und dann müssen wir gucken, dass noch ein zweiter kommt. Naja. So, mal gucken, ob wir sehen. Ah ne, der wird ja hier unten gemacht, oder? Oder werden die Steine hier oben geklopft? Ne, die werden hier oben geklopft. Hier drinnen werden die gemacht. Deko ist da. Was macht hier unser Werk? Da ist alles abgegrast. Dann werden wir da auch noch eine Stufe weniger machen, denke ich mal, ne? Dass wir das flach kriegen. Da wird ein Steinblock gemacht, oder? Sieht gut aus. Ah, hier ist Lager ist leer. Da musste einer von unten was holen. Wir können einen Schritt hier schneller machen. Und die Person bringt den Stein allerdings hier hin. Und der auch. Jetzt können wir gerade nochmal nachgucken, ob es vielleicht doch schon zu ist, ohne dass wir es gemerkt haben. Wo war das? Hier war das. Nee, einer ist noch offen. Und der läuft ohne lang. Da kommt keiner. Ja, das Lager ist hier leer. Gucken wir mal gerade hier rein. Das war... Ja, Hosen sind knapp. Und hier gibt es nur einen Helm und eine Waffe. Und dann hat er nichts hier. Okay. Die haben jetzt Steine geholt und machen da weiter. Jetzt gucken wir mal, wo die hingehen. Okay. Auch nach hier links. Gut, passt. Nicht schlimm. Können noch zwei Werkbänke da auch gebrauchen vielleicht, ne? Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? Gucken wir mal gerade nach. 5 Brote, okay. Und dann haben wir... Bieren und Äpfel noch da. Ist irgendwas anderes noch vorhanden eigentlich? Ne, wir ernähren uns ziemlich einseitig. Auch nicht gut. Gut, hier fehlen noch 4 Steine. Wie sieht es hier unten insgesamt aus? Ja, hier fehlt auch Licht drin, ne? Und ein Boden fehlt da auch drin im Lager. Ich weiß gar nicht, ob man das da reinmachen kann. Ja, gegessen wird auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir machen da mal gerade ein bisschen Licht rein, ne? Ich denke mal hier so 2, das ist nicht verkehrt. Gut. Da sind Brote drin, 2. Und sonst ist... Da sind noch 5 drin. Okay, da haben wir wohl 7 Brote. Also auch nicht schlecht. Das Dach war ja schon fertig, ne? Na, doch noch nicht. Hier fehlt's noch. Treppenaufgang haben wir da oben.
Haben wir denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 20, 21, 22, 23, 24. Wir können sowieso nur 24 Leute beherbergen, fällt mir gerade so auf, ne? Gut, dann müsste man da natürlich noch sagen, komm, baut das mal, aber nein, wir wollen das nicht machen. Wir wollen gucken, dass da unten zu ist. Wo ging's runter? Da. Da fehlt der Stein noch. Die Tür haben wir aber schon zugemacht. Ich sehe gerade, wir können aber auch definitiv hier erstmal noch was wegmachen, weil sonst haben wir vielleicht gleich auch noch nicht genug Steine, ne? Das passt ja schon mal hier. Die Helden laufen da lang. Ah, da kommt der zweite Stein. Jetzt ist gleich vorbei mit Hoch- und Runterdorfen hierher. So, jetzt ist zu. Oder muss da noch oben einer drauf? Nein, da muss keiner drauf, ne? Er muss nach da weglaufen und er muss nach da weglaufen. Genau, passt. Gut, da ist noch einer zum Abschlagen. Macht er auch. Wunderbar. Gut, hier ist nichts mehr an Steinen abzubauen. Hier ist das Wasser. Da würde ich das nicht machen wollen. Da auch nicht. Das ist zu gefährlich. Und hier hinten gibt es auch nichts abzubauen. Hier ist zwar was zum Abbauen, aber da ist das Wasser drüber. Das lassen wir besser. Das läuft uns nachher der ganze Spaß hier voll. Gut. Wir könnten natürlich hier jetzt ein bisschen aufräumen noch. Indem wir hier was wegklopfen, machen wir mal dieses hier weg. So, den einen wollte ich auch noch haben. Gut, passt. Und dann nehmen wir hier schon mal klar Schiff mit. Wie sieht's aus? Der Raum wird fertig gebaut. Machen wir da noch was drauf? Ich glaube ja. Obwohl wir ja eigentlich zusehen wollen, dass wir nicht mehr so viel bauen. Wie sieht's denn mit der Happiness aus? Steigt. Ja, würde ich mal sagen, machen wir mal dieses Stück fertig. Und das machen wir auch fertig. Hier würden die dann nicht hochkommen, ne, oder? Ich glaube nicht. Müssen wir uns noch was einfallen lassen, dann machen wir da so ein, wie heißt ein Scaffold hin. Den müssen wir dann, ja, wo machen wir den hin? Gute Frage. Den machen wir mal hier hin. Ich glaube, dann würden sie da hochkommen, auf jeden Fall. Wenn der denn da passend hingebaut wird, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Sind die da unten schon fertig? Ah, die bauen da ab. Wunderbar. Steht das Spiel in der Pause? Nein. Der schlief da unten so ein. Und der Scaffold ist schon da. Das heißt, die können da eigentlich auch hoch und runter. Würde ich sagen. Gut, okay. Dann schauen wir hier nochmal vorbei. Die Lampen sind noch nicht fertig gemacht. Wie sieht's mit der Happiness jetzt aus? Immer noch 32, das ist gut. Wird auch mehr. Tendenziell will ich es nicht machen, aber wir müssen gucken, dass wir dieses Dach zukriegen, ne? Ich mache es jetzt ganz einfach in einem Schritt jetzt mal hier zu. Muss jetzt irgendwie werden. Und es laufen auch schon zwei hier an die Tische und machen das, glaub.
Und wir können ja dann auch schon zusehen, dass wir Personalzonen machen. Wie groß waren die hier unten? Ah. 4x4, ne? Ja. So, die Außenwand ist das. 4x4. Na, ich habe natürlich die Shift-Taste nicht gedrückt. Dann hat das auch nicht geklappt mit dem... Wir bauen mehrere. Viermal vier. Und da geht das nicht mehr, dann lassen wir das da erstmal. Ist schon einer durchgestürzt? Nein, ich glaube nicht. Nee. Gucken wir, wie sieht es hier oben aus? Nur ein Stein gesetzt, dann nicht mehr. Da haben sie sich fürs Holz entschieden, weil es leichter zu bearbeiten ist, wa? Okay, da kommt einer mit Bogen und baut das. Auch schön. Gut. Sieht aber alles noch ganz gut aus. Und noch ein Stein. Stein ist gut, ne? Okay, das wird auch fertig. Da ist auch schon wieder einer unterwegs. Das klappt relativ gut mit dem Holz. Oh, wir haben drei neue Immigrants bekommen. Oder Migrants. 1, 2, 3. Bin gespannt, was die anziehen. Haben wir hier irgendwo was liegen? Nee, ne? Nicht wirklich. Hier sind Kisten gemacht. Treasureless. Da auch. Drei Stück, keiner weiß, wo die hin müssen. Schade. Ist aber auch nicht spielentscheidend. Ist da was passiert schon? Nein, die haben noch nichts zum Anziehen. Irgendwie klappt das mit dem Anziehen nicht. Was haben wir denn hier für... Spider-Red, das war das. Haben wir auch in Auftrag gegeben, ne? Iron Filter. Direct wäre mit Kupfer. Hauptgoblin nicht. Wir haben nach unten irgendwo so eine Lagerfläche. Hier irgendwo, oder? Da. Goblinit ist das, nicht Hobgoblinit. Und das wäre das. Und ja, der erste ist schon wieder gestorben. Hat gut geklappt. Hier unten im Keller. Ja, okay. Kann man nichts machen, ist passiert. Das war aber jemand mit Rüstung. Also, das war kein Newbie. Oder? Ne, die sind noch alle da. Davon hat einer hier sogar sich schon eine Waffe geholt. Nämlich so einen tollen Helm da. Hobgoblinit haben wir auch. Da ist ein toller Ghost of the Past. Das Hobgoblinit können wir ja eigentlich auch basteln, ne? Das war das. Kupfer und Goblinit. Das sind ja alles bessere Rüstung, würde ich mal sagen, ne? Jupp. Dafür müssen sie natürlich hier runter und sich das holen, aber ich sag mal, das muss auch gehen, ne? Wo ist denn hier der nächste? Ach, da war gerade nichts. Gehen wir mal hier hin, wo der Eingang ist, dann sehen wir auch was. So, hier. Liegt denn hier irgendwo sowas rum? Da ist eine rote Kugel. Da auch, aber Hobgoblinit ist hier wahrscheinlich auf dieser Etage nicht vorhanden. Das ist erst eine tiefer. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja.
Das finden wir dann hier. Ja, hier sind ja auch zwei Kugeln schon direkt an dem Lager. Da können wir eigentlich einen Stockpile aufmachen. ITEs. Na, das hat jetzt gut geklappt. Nochmal. Und zwar so. Und dann rechtsklicken, Manage Stockpile und da soll das rein. Fertig. So, dann sollten das auch einige da vielleicht hinbringen. Gut, wie sieht's aus? Das ist ein bisschen weiter, ist aber noch nicht fertig da. Die Decke ist zu, das haben sie geschafft. Wir haben noch 4 Zimmer mehr gekriegt. Wie sieht's mit der Happiness aus? 32 wieder, das wächst also auch gerade. Nicht schlecht, Herr Specht. Jo, dann würde ich aber erstmal sagen, soll's für die Runde auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.